Nachdem wir den Abroller richtig aufgestellt haben, geht es darum, die Montage an meinem Gummizug zu befestigen und vor allem überhaupt erstmal einen Weg herzustellen, wie ich meine Montage an dem Gummizug befestigen kann. Dazu verwende ich unsere Matrix Dacron Konnektoren. Da mache ich einfach eine Schlaufe in den Gummizug, schneide die Enden ab und ziehe diesen Dacron Konnektor einfach vor das Ende, damit der ganz bündig da drauf sitzt und das Ende der Spitze entsprechend verdeckt. Ich habe den jetzt hier bewusst so ein bisschen raushängen lassen, dass ich euch das demonstrieren kann, wie ich entsprechend die Schlaufe einhänge. Mit unserem Dacron-Connector ist es so, der ist aufgedreht vorne, damit die Schnur nicht darauf verrutschen kann und das Ganze etwas steifer wird. Was mache ich dann? Ich nehme mir meine vorbereitete Montage und habe dort zwei Schlaufen ineinander gebunden. Eine große Schlaufe und vorne in diese andere Schlaufe noch eine Schlaufe. Die obere schneide ich ab und zwar gelingt es mir dann so, ganz einfach dieses Befestigungssystem wieder zu lösen und abzubekommen. Jetzt, wie befestige ich das Ganze? Ich mache noch so ein kleines Auge, gehe mit dem Auge in die noch verbleibende Schlaufe und ziehe diese einfach über meinen Dacron-Connector ganz an die Spitze, ziehe einmal fest und habe das Ganze so miteinander verbunden. Das hält bombenfest. Ich brauche keine Sorge haben, dass sich das löst, weil die Schlaufe sich bei Druck eher noch fester zieht. Das heißt, auch bei größeren Fischen laufe ich nicht Gefahr, dass mein Dacron-Connector in irgendeiner Form mich im Stich lässt. Wenn ich das Ganze nach dem Angeln jetzt wieder lösen möchte, habe ich ja die besagte obere Schlaufe aufgezogen oder aufgeschnitten und kann diese zwei losen Enden einfach nehmen und mit einem Zug das Ganze abziehen. Super simpel, super effektiv, hat mich in all den Jahren, die ich das Ganze verwende, noch nicht ein einziges Mal im Stich gelassen und ist insofern meine absolute Lieblingsmethode, wie ich gummischonend meine Montage am Gummizug befestige. Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen und freue mich auf Tipp Nummer 6 beim nächsten Mal.